Prachtverwaltung. 9 und 10. Oh, da passiert was. Hoho, ich mach mal kurz weg. Oh yeah. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Snow Runner, der Food Truck Simulator, Folge 246. Wir fahren hoch. Mit dem zweiten Zug. Erstmal der, weil der ist hier eh keine Hilfe. Und dann der P12. Bin sehr gespannt. Ja, ich sag so. Ging mit dem Collab in der letzten Folge sehr, sehr gut. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ist halt einfach ein sehr guter Truck auf dieser Map, sagen wir so. Der wird uns, denke ich, noch viel Freude bereiten in Zukunft. So. Wir fahren jetzt trotzdem erstmal. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier ein bisschen Platz schaffen, weil sonst ragt der Truck ja noch halb das Gefälle hier runter. So, wir steigen um in den vorderen. Wir fahren schon mal ein bisschen Richtung Goldmine. Und der hat Anfahrschwierigkeiten. Was ist denn das? Differentialsperre muss sein, wa? Da sind wir zu nah dran, ne? Nö, gar nicht. Das ist nicht das Problem. Ich bringe ihn jetzt erstmal ein bisschen hier rein. Dann muss der P12er noch rauf. Habe ich keinen Bock drauf. Wobei ich mir durchaus Hoffnungen mache, dass das mit der besseren Winde dann doch mal deutlich schneller geht, ne? Klar. Das wäre schon ganz schön. So. Muss reichen. Okay, dann mal los. So, der Tank müsste jetzt auch theoretisch bis zur Goldmine reichen. Wir müssen nicht nochmal auftanken und so weiter. Dann mal los. Mach nochmal hell. Dann starten wir. Man sieht schon, dass der bei weitem nicht... Ja... Man sieht's, es ist schon Ende. Also das ist wirklich besonders schön. Immer wieder gewesen, ja. Da geht's dann mit der Winde los. Und ich hoffe mal, dass uns die Winde ans Ziel bringt. Jawohl. Da müssen wir aber natürlich jetzt aufpassen. Man kippt mit der Winde sehr leicht. Na. Ja, sieht aber gut aus mit der Winde jetzt. Auch wenn das echt höchst kritisch ist. Ach, gerade jetzt. Mhm. Fantastisch, wa? Ah, perfekt. Das ist genau das, was ich meine. Das ginge nicht mit der Standardwinde. In diesem Falle haben wir bereits jetzt den Vorteil. Bei dem Truck hat sich die Winde auf jeden Fall gelohnt. Beim Collab bin ich mir nicht so sicher, aber einfach, weil wir sie nicht brauchen. Das ist das Schöne. Ey, was war denn das jetzt? Okay. Ah, hahaha. Hui. So. Erst Menü schließen, dann Vollgas geben, Winde ziehen und Handbremse lösen. Und dann passiert auch nichts. Ah, es geht relativ super. Okay, Handbremse rein. Winde lösen. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Na gut, in dem Falle wird der Trailer uns helfen. Hoffentlich. Jawohl. Perfekt.
Okay, Low bringt sogar noch was, aber jetzt sollte es auch für den nächsten Masten reichen und dann haben wir es auch schon geschafft. Jawohl. Und auf dem Eis dürfen wir dann so langsam aber sicher wieder Grip kriegen. Okay, super. Aber gut zu wissen. Das ist eine gute Erkenntnis. Und jetzt schafft der P12 es auch alleine. Sehr gut. Wir lassen uns noch mal ein bisschen von der Winde unterstützen. Dafür haben wir sie ja. Danke. So, jetzt hat das ja auch nur 5 Minuten gedauert. Nicht mal. Schön. Unkompliziert und effektiv. So gefällt es mir doch. Das heißt sogar, dass wir Goldmine erreichen können. Noch heute. Perfekt. Sind wir da. Dann rasen wir jetzt durch mit dem Collab zur Goldmine, laden alles ab und dann gucken wir mal, wie weit wir mit dem P12 noch kommen heute. Ne? So. Das müsste er doch erstmal halten hier. Und wir fahren los. Zack. Das ist ein bisschen nah. So, machen wir das. Auf geht's. Lastgang an, Differential rein und dann ordentlich ausholen. Die Kurve muss weit genommen werden. Das ist schon wieder zu weit, ne? Das ist zu weit. So müsste es eigentlich passen. Jawohl. Den Baum nehmen wir mit, wie immer. Boah, den haben wir sogar auch mal ausgelassen, ey, krass. Na dann. So, Fullspeed zur Goldmine, sind wir gleich da und dann die andere Ladung. Mensch, Mensch. Da war das ja diesmal sogar der beste Durchlauf bis jetzt, weil wir einfach das passende Werkzeug haben. Mensch, Mensch. Sieht man mal, was die Trucks so für einen Unterschied haben. Ist nicht so, du hast einen schweren Truck und der macht einfach alles für dich. Nö, 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 nö. Können wir die Bäume kaputt machen? Ich glaube nicht, oder? Doch, können wir. Na gut, dann. Dann nehmen wir die Kurve einfach mal so. Hier müssen wir auch wieder weit raus in den Schnee. Ja, 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 super. Ja, cool. Echt schön. Erst nur noch über die Steine, aber das war's dann. Nichts Schwieriges mehr, außer wir setzen den in einen Abhang rein. Aber das gehe ich jetzt mal von aus. Passiert uns nicht mehr. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen gefahren hier. Da erwarte ich jetzt, dass das hinhaut. Das wär jetzt eigentlich somit das Blödeste und Dümmste, was passieren könnte. Aber, naja, wie gesagt. Wir haben einiges gelernt in den Touren. Viel mitgenommen. Und deswegen glaube ich, dass wir hier das Ganze relativ konfliktfrei über die Bühne bringen können. Wobei ich hier wieder zu dicht am Abhang dran bin. Nicht mit mir, Freunde. So war ich hier, ich bin. Fahren wir die Scheiße jetzt ohne Probleme zur Goldmine. Mit Differentialsperre. Und 20 Liter pro Minute Dieselverbrauch. Sehr sauber. Dann haben wir 8 Metallrollen da. Und die 2 liefert dann noch der P12. Und dann haben wir doch wirklich schon mal gut was gemacht. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir sogar diese eine Mission noch zu Ende, bevor dann mit Phase 3 die nächsten Maps kommen und wir dann erstmal wieder da
beschäftigt sind, weil mir geht es nicht darum, eine Map durchzuspielen und dann die nächste anzufangen, sondern mir geht es darum, wenn eine neue Map rauskommt, dann will ich die natürlich auch erstmal spielen. Euch die zeigen. Und deswegen Phase 3 kommt. Wir zocken dann Wisconsin. Kommt ja dann mit den neuen Trucks. Mit den neuen Ladungen. Aber solange sind wir erstmal hier auf dieser Map und da ist das Ziel. Und dann haben wir sogar noch, ich würde mal so 7 Minuten schätzen für die andere Ladung. Wird nicht ganz reichen, aber so, nun machen wir ein paar Minuten länger und lass doch einfach sagen, liefern wir doch dann beide Trucks noch ab hier heute. Dann haben wir das doch echt schnell heute geschafft. Nicht schlecht. Cool. Gefällt mir sehr. So, das wird alles noch durchgequält. Ah, hier nicht so weit links. Ist mir dann mit den Trucks kein Problem, aber der Anhänger, wenn der da runterrutscht, dann können wir mit den beiden Trucks auch nicht mehr viel machen. Dann rutschen wir allesamt da runter. Und dann war's das. Vorm Ziel. Das wäre bitter. Aber hier ist sie. Die Cold Creek Goldmine. Und da ist das Ziel. Sauber gelöst. Was für ein Gespann. Der Kolob hat ganze Arbeit geleistet. Verdient auf jeden Fall einen Ehrenplatz in unserem Fahrerlager. Trucklager, ja. Naja, gibt hier nur einen Fahrer. Einen Fahrer. Aber 8 Metallrollen haben wir für Sie heute dabei. Da steht noch unsere andere Zugmaschine, die wir nur noch für die Sonderaufträge mit den Spezialanhängern benutzen können. Ja. Perfekt, Frachtverwaltung, entladen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Perfekt. Durch ist der Truck. Unsere Route auch. Nur noch einmal ist sie zu bestreiten. Mit dem Gespann. Und es geht los. Verlieren wir keine Zeit. Wir setzen uns in Bewegung und dann. Die Anfahrschwierigkeiten hier. Jetzt wird Gas gegeben. Auch der Trailer hängt, oder? Na komm. Ey. Erst du? Der P12 scheint zu klemmen. Mach nicht diesen jetzt. Der ist aufgesetzt. Ah. Ist jetzt nicht so geil, sage ich so. Den ziehen wir doch aber hier durch. Jawohl, Alter, die Winde ist nice. Das hat sich sehr gut gelohnt, das Geld. Das ist sehr, sehr gut. Junge, was soll die Scheiße? Nur vom Fahrzeug auswählen, dann kriege ich hier... Habe ich hier den nächsten kaputten Truck, ey. Das ist doch wirklich nicht gut gemacht. Das behebt mal bitte ganz schnell, ey. Oh Gott. Nicht wieder hier aufsetzen. Ja. Geht los. So. Da haben wir noch die Spuren. Perfekt. Können wir uns dann orientieren. Fahren wir genau gleich runter. Ja, mit dem brauchen wir ein bisschen länger, sieht man. Man kommt nicht so krass schnell voran. Ja, jetzt habe ich wieder die Kackkurve genommen, war. Wobei, wir kommen rum, ne? Ja. Na dann. Ja, sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit. Aber egal. Funktioniert trotzdem. Auf den Trailer müssen wir aufpassen, aber... Das sieht doch super aus, jawohl. Ja.
Alles klar. Durchs Wasser geht es eigentlich auch relativ flott mit dem. Und dann haben wir Stufe 1 der ersten großen Mission erledigt. Wow. Und es gibt noch 10, 20 von solchen Missionen, ey, wenn ich mir überlege, wie viele Folgen wir jetzt schon an dieser Scheiße sitzen. Road to 1000 Folgen, ich sag dir das. Road to 1000 Folgen. Es kommen ja noch zwei Erweiterungen und wir haben keine Karte wirklich durch. Nicht eine einzige. So. Aber Freunde, wir lassen uns hier nichts mehr wegnehmen. Wir fahren jetzt sauber noch zur Mine durch heute. Die Zeit erlaubt uns das sogar. Und dann können wir aber auch schon die ersten Sachen für Stufe 2 abladen. Mhm. So. Nur noch die Steine, mein Lieber. Das schaffen wir jetzt auch noch. Ja, jetzt sind wir auf dem Stein aufgesetzt. Das ist natürlich jetzt nicht geil, aber schaffen wir, aber. Ah, der Anhänger. Muss hier weiter links fahren. Rechts meine ich, sonst geht's bergab. Relativ unschöner Weg, vor dem Ziel aufzuhören. Hm. So, perfekt. 3 Minuten noch. Sagen wir, wir brauchen noch 4. Perfekt. In der Zeit. Ah. Eieiei. Was für eine Mammutstrecke. Aber ich finde sie sehr, sehr schön. Auch wenn man natürlich nicht so viel anderes Zeug jetzt von der Map zu sehen kriegt dadurch und so. Aber gut, die anderen Aufträge führen uns ja auch woanders hin. Da spätestens dann werden wir damit schon zu tun kriegen. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, weil jetzt haben wir uns so an die Strecke gewöhnt. Die ist recht einfach zu fahren mit den Fahrzeugen jetzt und so. Na, da werden wir auf den anderen Maps auch Probleme haben, auf jeden Fall. Gerade durch diese winzigen Schneepisten da lang zu düsen. Wer weiß, vielleicht schafft es der Kollab ja sogar ganz gut. Ah, zu weit links, zu weit links, zu weit links. Das ist mir zu nah am Abhang. Ja, das war zu nah am Abhang. Naja. Hauptsache, die bösen Überraschungen bleiben heute aus. Das hätten wir uns aber nach den vielen Rückschlägen, die wir in dem Spiel schon hatten, jetzt mal wirklich mehr als verdient. Sage ich, wie es ist. Ja? So. Da ist das Ziel. Die erste Stufe ist damit abgeschlossen. Einfach schön mittlerweile einfach einen Fortschritt zu sehen, auch wenn diese Mission preis-leistungstechnisch sich wahrscheinlich gar nicht lohnt. Klar ist die Belohnung groß, aber was du machen musst, ist ja auch, also ich meine, in der Zeit hätten wir locker 5 Aufträge gemacht, die dann ein Fünftel des Geldes bieten. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist dann nicht wirklich rentabel, sowas hier. Aber gehört zum Spiel. Wir machen alle Aufgaben und Aufträge. Von daher gehört das dazu. Ob wir es jetzt machen oder in 100 Folgen, ist mir scheißegal. Dann machen wir es doch lieber jetzt. Und wir schaffen es sogar in der Zeit. Nicht mal 20 Minuten brauchen wir dafür, ey. Sehr gut. So stelle ich mir das vor. Genau so stelle ich mir saubere Arbeit vor. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Sehr schön. Dann müssen wir natürlich die Anhänger trotzdem noch zurückbringen. Zum Anhängershop, um das Geld zurückzukriegen, um dann wieder neue Anhänger kaufen zu können. Aber das ist nicht so schlimm. Da kümmern wir uns noch drum. So. Ende. Haben wir. Sehr gut. Frachtverwaltung. 9 und 10.
Oh, da passiert was. Hoho, ich mach mal kurz weg. Oh yeah. Da ist bereits was aufgebaut worden und wir haben bereits 3 Stahlträger dabei. Fertig. Ach du Scheiße, Alter. Wir brauchen also noch 3 weitere Stahlträger. Das sind 6 Frachtslots. Dann nochmal 8. Oh, da war der erste Knaller. Na wunderbar. Zum Glück ist die Aufnahme ja gleich vorbei. Okay, ganz kurz. Die kleinen Rohre brauchen jeweils einen Slot. Oder? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber die Betonblöcke brauchen nur einen Slot. Das heißt, wir haben 6 Slots da. Nehmen wir mal an, wir brauchen 2 Slots für die Rohre. Dann sind das 8 Slots. Dann sind nochmal 8 Slots. Und nochmal 6 Slots. Das heißt, wir haben 16. 22 Slots noch. Das heißt, wir können mit 2 Ladungen aber nur 16 transportieren. Das heißt, wir müssen nochmal 2-mal diese Tour fahren. 2-mal diese Tour. Nochmal. Um diese Aufgabe abzuschließen. Der Hüttenbereich 2 ist nach wie vor 2 von 2. Also hoffe ich mal, dass das reicht. Gut. Für diese Folge war es dann aber erstmal. Weil ich nochmal ganz kurz gucken will. Diese Aufgabe. Ja, Hüttenbereich 2 ist genau dasselbe. Das ist egal. Das heißt, wir müssen wirklich nur noch diese Ladung fertig machen. Und ich würde gerne mal gucken. Mal so, nicht, dass ich aus Versehen auf Neustart drücke. Das wäre echt belastend. Wo kriege ich Holz her? Hier ist die Sägemühle. Da kriege ich Holz her. Alles klar. Problem ist, wir waren noch nie hier. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Wahrscheinlich ja hierüber ja nicht. Ja, ohne Scheiß, Alter. Wie komme ich da hin? Komme ich von hier irgendwie dahin? Nee. Oder? Wie komme ich denn da hin, sag mal? Das ist ja jetzt das Schöne. Da müssen wir jetzt rausfinden, wie. Weil hier kommt man nicht rüber. Das haben wir ja schon mal probiert. Das wird nichts. Scheiße. Hier. Ich glaube hier, ne? Die Bäume sind wieder nur Täuschung. Hier können wir fahren. Okay, und die Betonplatten müssen wir wahrscheinlich herstellen. Ne? Toll. Okay, das wird also noch eine Weile dauern. Na, beenden wir erstmal die Folge. Machen wir in der nächsten Folge dann erstmal die Vorbereitung, indem wir die beiden Trucks ja wieder zurückbringen müssen. Und dann geht's weiter. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.